heute dreht sich bei uns alles um DVDs. Und zwar gab es von Löwenzahn ja einige DVDs. Nicht so viele, wie wir gern hätten. Ich weiß. Und es sieht auch nicht danach aus, als wenn in naher Zukunft wenigstens die Fritz-Hox-Folgen auf DVD oder Blu-ray erscheinen würden. Aber naja, was soll man machen? So, es gab ja von der Firma, was war das hier? Edelkids. Die kennt ihr ja alle. Die Löwenzahn-DVD-Reihe. 6 DVDs gab es, glaube ich. Mit jeweils ganzen 3 Folgen drauf. Wow, meine Güte. Ja, das ist hier Folge 1 mit den Folgen Ein neues Zuhause, Der Wind in der Steckdose und Peters Schneckenrennen. Noch original verpackt. So. So sah die DVD von vorne aus. Ich komme mal näher. Und so von hinten. Sehr schön gestaltet. Mit Peter und dem Bauwagen auf der Vorderseite. Mit vielen Löwenzahn-Extras und Bonusfolge. Ja. Hinter den Kulissen Löwenzahn-Quiz, Internet und Spiele. Da war das ganze Internet auf einer DVD. Oh, was es alles gab damals. Wann kam die raus? 2002. Meine Güte, vor 16 Jahren. Löwenzahn 1 DVD. Und drin haben wir nochmal einen Werbeflyer für das Löwenzahn-Magazin vom EHAPA Verlag. Ja, liebe Fritz-Fuchs-Freunde, das gab es früher vom EHAPA Verlag. Jeden Monat neu. Nach dem Abschalten umblättern. Und auf der Rückseite steht, lieber Löwenzahn-Fan, sicher möchtest du noch mehr Geschichten aus Natur, Umwelt und Technik von und mit Peter Lustig erleben. Deshalb bieten wir dir noch weitere Löwenzahn-Abenteuer auf DVD. Folge 1 haben wir ja schon. Folge 2, Peter tanzt auf dem Vulkan, Peters Reise in die Steinzeit, Peter und der Geist der Marxburg. Jo, also ein Werbeflyer, sehr schön. Und dann haben wir hier noch mit schönen Illustrationen versehen, wer mitgespielt hat in den einzelnen Folgen, wer das Buch geschrieben hat, die Regie und den Schnitt, wer der Redaktion war. Ist übrigens bei allen dreien unterschiedlich. Ein neues Zuhause, da war die Redaktion noch Gabriele Röthermeier. Bei Der Wind in der Steckdose war das Barbara Herzog-Lipina. Bei Peters Schneckenrennen war es Heribert Beigel. Höre ich zum ersten Mal diesen Namen. Und in der Bonusfolge war es Martina Arnold. Schönen Gruß an Frau Arnold. Ja. Ansonsten ist nicht viel mehr zu sehen. Jetzt können wir mal schauen. Hier schaut mal, wer die DVD noch nicht hat. Na, so sah das innen aus. Meine DVD fehlt. Genau. Deswegen habe ich die Originalverpackte. So. Ja, das war nämlich so. Die ersten 3 DVDs hatten noch einen Fehler drauf. Da musste Edelkids die umtauschen. Alle jetzt erhältlichen sind eigentlich schon die Neuauflage. Also solltet ihr die noch irgendwo zu horrenden Preisen bei Amazon... Also wenn ihr die noch irgendwo kauft, dann sollte es schon die Neuauflage sein. Ich hoffe nicht, dass noch alte DVDs mit diesem Fehler... Ich weiß nicht mehr genau, was es war, ist schon zu lange her. Es gab wohl einen Fehler auf den DVDs. Das wurde dann produktionstechnisch behoben. Und dann gab es eine Neuauflage. Jo. Also wie gesagt, alle Folgen, alle DVDs, die jetzt noch auf dem Markt sind, sollten eigentlich die neuen sein. Bei meinen war das auch schon so, ich hatte keinen Fehler drauf. Mir wurde bloß davon berichtet. Jo, so war das. Hier stand noch mal ein Preis drauf. Irgendwo kann ich euch gar nicht mehr sagen. Schade. Gut, jetzt kosten die ja, also ich habe die schon für 59,60 Euro für eine DVD gesehen. Jetzt waren sie mal für 20 Euro erhältlich. Eigentlich ein guter Preis, aber ich 3 Folgen. 3 Folgen. Das glaube ich gar nicht. Also wo ich die damals, ich habe die geschenkt gekriegt,
Und ich fand es unmöglich. Drei Folgen, dreimal, noch nicht mal, das sind ja noch nicht mal doch, 25 Minuten höchstens, ne? Laufzeit, steht hier was drauf? Laufzeit circa 130 Minuten. 130 Minuten, ja, mit dem Making-of hinter den Kulissen. Naja, Löwenzahn Produktgalerie, da hatten sie die damaligen Fanartikel aufgelistet. Ja. Jo, wie gesagt, das ist DVD-1. Dann gab es DVD. Wo haben wir sie? Folge 1. Dann gab es ja noch 2, 3, 4. Und das ist jetzt die Folge 5. Ne? Hat sich produktionstechnisch vom Design her gar nicht geändert. Hier nochmal die Rückseite. So. Damit ihr auch mal was seht, ich kann mal näher rankommen. Jetzt wird es mit dem Licht ein bisschen schwierig und da blendet auch was. Sehr schön. Also hier nochmal. Ne? Waren eigentlich alle DVDs gleich gestaltet. Ne? Hier ist drauf Extras Filmmaterial, das nur noch auf dieser DVD zu sehen ist. Das hat mich auch geärgert. Die Geschichte der Räder. Ich setze mich mal auf den Fußboden, kann man besser zeigen. So. Dann war das Spiel Teste dein logisches Denken. Löwenzahn Produktgalerie. Juhu, super. Und interaktive Weblinks. Systemvoraussetzung Windows 98 SE. ME 2000 XP mit DVD-ROM-Laufwerk. Klar, sonst kommt man ja die DVD nicht einlegen. So, auf der DVD 5 waren auch wieder drei Folgen drauf. Peter und die längste Nudel der Welt. Peter braucht ein neues Fenster. Und Peter auf zwei Rädern. Die längste Nudel der Welt, eine meiner Lieblingsfolgen. Zu herrlich, wie sie dann versuchen, die Nudel zu trocknen. So, Peter braucht ein neues Fenster. Ja, ich mag eigentlich die Folge sehr gerne, aber ja, das war doch die Folge, wo sein Fenster kaputt geht. Und zum Schluss hat er dann die Glasfront. Ich verwechsel das manchmal mit einer anderen Folge. Also ich glaube, das war die Folge, wo er dann neben seinem Bett dann diese Glasfront hatte. Ganz zum Schluss. Und das machte ja gar keinen Sinn, weil eigentlich war ja das Fenster hinter seinem Bett kaputt. Also vom Schrank, vom Erker. Und nicht rechts in der Wand. Das war ein bisschen komisch. Aber naja, also wenn es die Folge war, wenn nicht, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn ich mich geirrt habe, okay, ich bin auch nur ein Mensch, dann kann es sein. Also, so war das. Und was gab es noch? Peter auf zwei Rädern. Ja, genau, mit Andreas Mannkopf, der alten Stimme von Garfield. Garfield wird ja gerade 40 Jahre alt, meine Güte. Ja, Andreas Mannkopf hier als Bauer Schiefelbein. Ja, genau. Da geht ja Paul, wollte ich schon sagen, geht ja Peter zum Eier holen und kriegt dann das Moped geschenkt. Genau. Das wurde gedreht später, wenn Paul Schulke dann auf seinem komischen Zweirad auch ankommt, oder Dreirad ist es ja, sein Trike fast, hier in Berlin an der die Spinnerbrücke, jetzt habe ich es, die Spinnerbrücke, genau. Das ist der berühmte Motorradtreff hier in Berlin. Und dort ist dann auch Peter mit seinem Mofa und Herrn Paschulke mit seinem komischen Dreirad, glaube ich, ist das. Ja, so. Ansonsten ist noch eine Bonusfolge drauf. Diese Folgen waren ja so, dass man musste die Spiele hier auf der DVD komplett schaffen. War nicht ganz so schwer. Aber wenn man das nicht gemacht hat, war auch die Bonusfolge nicht sichtbar. Also jedes Mal, wenn du die Bonusfolge gucken wolltest, musst du das Spiel spielen. Viele haben das zum Anfang nicht verstanden und haben dann geschrieben, ah, auf meiner DVD ist keine Bonusfolge. Das stimmte gar nicht. Man muss erst das Spiel oder das Quiz oder was auch immer hier drauf ist, hier ist es, teste dein logisches Denken. Also dieses Spiel musst du bis zum Ende schaffen, ne? Und dann bekommst du die Bonusfolge zu sehen. Na, gut. Ja, das ist die Edel-Kids-Reihe von Löwenzahn. Die einzigen, eigentlich, ja, die einzigen,
die einzige Klassikreihe, dann haben wir ja vor einigen Jahren eine große Unterschriftenaktion gestartet. Wir haben euch aufgefordert, mitzumachen und viele, 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 viele Leute haben mitgemacht. Und ich habe mich dahinter geklemmt und habe versucht, DVD-Firmen an Land zu ziehen, um endlich einen Löwenzahn DVD-Auswertung zu bekommen, ob es da überhaupt Interesse gibt, ob es Firmen gibt, die das machen wollen. Und es gab, erst waren es drei, dann waren es noch zwei Firmen und zum Schluss war es dann Kinowelt. Kinowelt hatte sehr großes Interesse, die haben mit dem ZDF verhandelt, was man machen könnte. Leider ist nur dieser Testballon rausgekommen, nämlich, ich guck mal wieder näher, Löwenzahn, Best of Löwenzahn Jubiläumsedition. Das kam dabei raus. Es wurde gesagt, es ist nur ein Test. Wenn die DVD gut ankommt, sollte es weitere geben. Ich kenne die Verkaufszahlen nicht. Aber was ich ganz schlecht fand, dafür können die Jungs von Kinowelt nichts, ist, alle Folgen, die hier drauf sind, von Peter, waren schon auf den Edelkids DVDs. Das heißt, wir Fans, die diese Reihe haben, haben denn hier doppelt. Und das war eigentlich unnötig. Aber leider wurde es vom ZDF so vorgegeben, warum auch immer. Ich habe leider keine Informationen gekriegt, warum. Das war intern. Ich habe mich ein bisschen darüber geärgert, weil ich hätte gern auch eine Umfrage gemacht, damit wir vielleicht auch bei den Fritz-Fuchs-Folgen wählen könnten, welche Folgen wir gerne hätten. Damals war das ja noch, war Fritz Fuchs ja noch relativ neu. Und da hätte man ja auswählen können, was man gerne, welche Folgen am besten angekommen sind. Hätte das ZDF auch machen können auf ihrer Seite und dann wäre das auf die DVD gekommen. Aber nein, auch das wurde vorgegeben. Und somit haben wir auf dieser wunderschönen DVD, die ist wirklich sehr schön gestaltet. Wir gucken nachher auch nochmal ins Menü rein. Also, folgende Folgen sind drauf. Von Peter. Peter geht auf Knochenjagd. Peter tanzt auf dem Vulkan. Peter und die längste Nudel der Welt. Peters Reise in die Steinzeit und Peters Schneckenrennen. Folgen mit Fritz Fuchs. Auge, der doppelte Durchblick. Warum? Gummi, Kautschuk für den Kiosk, die Folge mag ich sehr gerne. Rätselhafte Tiere, Bigfoot in Bärstadt, ja. Schlangen, geheimnisvolle Verstecke, ja. Wind, eine Mühle dreht durch. Sind alles, ja, aus der ersten Staffel ein paar Folgen. Keine besondere, also warum ist hier zum Beispiel nicht drauf, warum ist hier nicht drauf die allererste Folge von Fritz? Ne? Und das verstehe ich gar nicht, weil das war die erste DVD-Veröffentlichung von Fritz Fuchs. Und das war noch ein Jubiläum, das Geburtstag, 30-jährige Geburtstag von Löwenzahn. Warum hat man das nicht genutzt? Warum hat das ZDF nicht gesagt, okay, hier Leute, wir geben ja sowieso die Folgen vor, bitte nehmt den Pilotfilm und ich hätte noch Tunnelgleise in den Untergrund genommen. Eine sehr schöne Folge, die erste Folge, wie ich finde, wo man das Zusammenspiel zwischen Fritz und Paschulke gut sieht. Ja, Gummi, Kautschuk für den Kiosk ist auch sehr witzig. Da tüftelt Fritz das erste Mal so richtig. Ja, die hätte ich auch genommen. Und dann, ja, mal gucken. Also, wie gesagt, aber ganz wichtig, der Pilotfilm. Den hätte ich auf jeden Fall raufgenommen. Ne? Was ist noch drauf? Ein 16-seitiges Booklet, ein Löwenzahnaufsteller und über 60 Minuten Bonusmaterial. Nämlich von der Idee zur Sendung, Löwenzahn blickt hinter die Kulissen. Hatten wir das nicht gerade eben schon? Peter sagt Tschüss. Markus Lanz im Interview mit Peter Lustig, Fritz Fuchs und Nachbar Paschulke. Trailer, Wendecover. So, dann gucken wir uns das mal an. Diese DVD, wir schauen uns da mal aus. Hier, diese DVD, so ist sie damals erschienen. Sie ist noch original verpackt bei mir. Ne?
Hier seht ihr auch nochmal Best of Löwenzahn Jubiläumsedition. Sie ist vor ein paar Jahren, warte mal, das war hier, lass mich schauen, 2010 kam das ja raus. Und so sah die aus, ne? Schön mit Pappschuber. Ne? So. Hier haben wir, wie gesagt, den Pappschuber. Und ich mach's mal auf. Nur für euch. Eine original verpackte DVD. So, Pech gehabt. Alle Sammler werden jetzt schreien. Ich nicht. So, wollen wir mal gucken. Also, wo geht's denn hier auf? Da. Aha, okay. So, jetzt hier. Also. Wie kommt man denn hier hinten aufklappen? Ja. Und dann hatten wir hier den Löwenzahnaufsteller. Den konnte man rausnehmen und sich auf den Tisch stellen. Ja, Rückseite, Vorderseite, dasselbe. Und, aha, ein kleines Quiz. Wer kennt die Antwort? Etwas zu Happy Birthday Löwenzahn. Seit über 30 Jahren erklärt die kultige Wissenssendung ihren kleinen und großen Fans spielerisch und unterhaltsam die Welt. Die liebenswert gestaltete Jubiläumsedition enthält 10 der schönsten Folgen mit den beiden Hauptdarstellern Peter Lustig und Fritz Fuchs alias Guido Hammershaar. Natürlich sind auch Nachbar Paschulke, Hund Keks, die sprechende Ukulele Klaus Dieter und der blaue Bauwagen mit von der Partie. Dann steht noch was zu den Folgen, welche Folgen enthalten sind, welchen Sprachen. Sprachen Deutsch, Mono, Stereo. Aha. Laufzeit insgesamt 257 Minuten. Nicht schlecht. So, Extras, Löwenzahnaufsteller. Haben wir hier gesehen. Ne? Von der Idee zur Sendung kennen wir schon. Löwenzahn blickt hinter die Kulissen, kennen wir schon. Peter Lustig sagt Tschüss. Nochmal hier umdrehen. Ne? Peter, Fritz und ein Skelett. Ja, das ist halt so ein Pappschuber, dann kommt man hier die DVD rausnehmen. Hier, so. Machen wir mal. So, war nichts weiter drin. Und dann machen wir das mal gerade. Hatte man innen drin einmal eine DVD mit Peter und Fritz und Paschulke. Sehr schön. Wirklich schön gestaltet, finde ich. Also, wenn wir jetzt mal im Vergleich, Moment, komm her. Im Vergleich zur Edel Kids DVD, naja, da ist halt die Löwenzahnblüte drauf. Und das war bei allen DVDs so. Ja, war nicht schlecht, aber da finde ich die hier schon hübscher. Oder? Was meint ihr? Ja, ne? So, ja. Und dann hatte man hier noch das Wendecover, denn hier ist ja dieser hübsche FSK 0 Flatschen, der jetzt drauf sein muss. Und auf dem Wendecover ist er nicht. Also für die Puristen unter euch, die nicht gerne sowas auf den Covers haben wollen, gab es das Wendecover. Sehr schön. Ja, ansonsten schauen wir gleich mal ins Menü. Moment. Ja, so sah das Menü aus. Und dann haben wir ja noch das Booklet. So, nochmal hier. Sehr schön gestaltet. Ein Löwenzahn. Die Originalstraße. Und dann geht es auch schon los. Phänomen Löwenzahn. Und wir sehen hier Peter bei Fritz zu Besuch aus der Folge Lebenswandel, die einzige Folge mit beiden. So, und dann wie alles begann. Und die
ein Bild aus der Folge Die längste Nudel der Welt. Weiter geht's. Was ist das älteste Haustier der Welt? Was ist deine Fata Morgana? Und ein Bild von Peter tanzt auf dem Vulkan. Kuckuck, hier bin ich. Sehr schön. Bei Peter tanzt auf dem Vulkan fällt mir immer die Geschichte ein von Helmut Kraus. Der hat nämlich uns erzählt, dass beim Dreh zu Peter tanzt auf dem Vulkan, da beim Lied, im Liedteil, gehen sie in so einen Krater. Und ja, da ist ja ein kleines Missgeschick passiert, also es fing an zu qualmen und so, und der liebe Helmut hatte ja vor kurzem, also vor dem Dreh der Folge, einen Hausbrand überlebt. Da hat es wohl bei ihm gebrannt und nun fing es da in diesem Krater an zu da qualmen und so, und das war nicht so angenehm. Außerdem war auch vor Ort Peters Arzt natürlich, der den lieben Peter immer gut im Auge hatte, weil Peter auch wieder aus dem Krankenhaus kam, ne, mit seiner Krebserkrankung. Das hat ja über, ging ja wohl einige Jahre. Und da musste ein Arzt dabei sein. Jo, was steht hier noch? 25 Jahre Löwenzahn mit Peter Lustig. Und da ein hübsches Bild mit ihm am Bauwagen. Und eine Riesenflasche Sekt. Bänkel trocken. Was war? Wie entsteht ein Schluckauf? Aha. Also man kann hier auch noch was lernen. Ne, in diesem Booklet finde ich sehr schön gestaltet. Hat auch was mit Löwenzahn zu tun. Man erfährt was über die Geschichte. Und es gibt halt so kleine wie Wer erfand das Speiseeis? Aha. Und Fritz Fuchs und Nachbar Post Schulke hier. Der Seite, meinte mal, machen wir das mal so. Wie könnt ihr es am besten sehen? Ja, meine Rübe braucht er nicht. Und dann haben wir eine neue Ära. Und wir sehen die Bärstadtbande, wie sie sie kennen. So schön. Na, Hermann Paschulke, Fritz Fuchs, Keks, Suse Fuchs und Jasmin Demilkan? Nein, Saidi, genau. Wie sahen die ersten Bücher aus? Und jetzt abschalten. Sehr schön. So, das ist die letzte Seite vom Booklet. Wenn hier da hinten nochmal welche Folgen enthalten sind. Jo, das war's. Also schön gestaltet im Bauwagen-Look, ne? Und mal näher ran. Hier sieht man auch, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Doch, das seht ihr bestimmt. Ja, sieht man halt diese Bauwagenstreifen, sehr schön gemacht. Ja, das hat mir sehr gut gefallen. Und was ich euch noch sagen wollte, oh, jetzt muss ich das wieder einpacken, aber das machen wir nachher. Was ich euch noch zeigen wollte, diese DVD, die Jubiläumsedition, wie gesagt, war ja eigentlich ein Testballon. Und beziehungsweise als Testballon gestartet. Leider ist nicht mehr draus geworden. Was soll man machen? Aber vor ein paar, warte mal, das war... Steht hier ein Datum drauf? Nein, steht hier nicht. Wieder 2010. Dabei ist die vor, ich glaube, zwei Jahren, nochmal erschienen. Die Jubiläumsedition. Doch diesmal nicht mehr von Kinowelt, sondern von Studio Kanal. Ist eigentlich, glaube ich, eines dasselbe. Und dann gab es die so. Ne? Was sich geändert hat, ist hier oben. Jubiläumsedition ist weg. Jetzt steht da bloß noch Best of Löwenzahn. Ne? Wenn man es vergleicht hier mit dem Cover. So sah es vorher aus, so sieht es jetzt aus. Also die kann man auch noch im Laden kaufen. Ansonsten kein Pappschuber mehr. Beim Booklet hat sich auch nichts geändert, außer natürlich, ne, die Jubiläumsedition, weil... Es ist nicht 2010 rausgekommen, wie es auf der DVD steht. Das haben sie einfach so gelassen. Sondern sie haben das vor ein paar Jahren nochmal, also vor, ich glaube vor 2 Jahren, oder? Ja, vor 2 Jahren müsste das rausgekommen sein.
nochmal veröffentlicht und da war ja kein Jubiläum mehr von Löwenzahn. Ja, ansonsten ist alles gleich geblieben. Wendecover, zwei DVDs. Ja, also kein Unterschied dazu. Die Folgen sind auch noch dieselben. Alles schön. Moment, müssen wir mal vergleichen hier. Mit von der Partie. Ja, das ist dasselbe, das ist dasselbe. 16-seitigen Bonus, hier 60 Minuten Bonusmaterial, 16-seitiges Booklet. Ja, die haben bloß den Löwenzahnaufsteller gekürzt. Okay, kein großer Verlust. Die DVD ist immer noch ihr Geld wert, finde ich. Obwohl die Folgenauswahl zu wünschen übrig lässt. Aber was soll man machen? Das war's mit den Löwenzahn-DVDs. So, was haben wir noch? Da das ein bisschen wenig ist für ein ganzes Video, dachte ich mir, ich schau mal, was ich noch so in meiner Sammlung habe und stelle das mal vor. Da haben wir nämlich noch etwas für die Peter Lustig-Fans. Die Hardcore-Fans kennen das bestimmt. Und zwar, hör mal, ich komm mal näher. Gordos Reise ans Ende der Welt. Da in dieser Version ist Peter noch als Erzähler zu hören. Ich habe vor kurzem diesen Film im Fernsehen gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, auf welchem, im Kicker, glaube ich. Und da war ein anderer Erzähler dabei. Jetzt wird wieder gesagt, oh ja, die Rechte an Peter sind ausgelaufen und man musste das ersetzen. Finde ich immer ein bisschen komisch, finde ich immer ein bisschen schade, weil das war natürlich ein Projekt, das Peter gerne unterstützt hat. Weil der Uwe Müller, der das gedreht hat, der die Idee hatte, der das Ganze gemacht hat und Peter, ja, die haben sich gut verstanden und haben das dann zusammen gemacht. Ne? Sehr schön, ein Doku-Drama für Hundefans. Okay. Wir haben es damals im Kino gesehen. Ich und Maria und Paul. Und ja, jetzt habe ich hier die DVD. Was ist drauf? 83 Minuten Laufzeit. Ja, Stereoton, Making-of und Trailer. Sprachen Deutsch, Englisch und Spanisch. Jo. Eine unterhaltsame Lektion für die ganze Familie. Ein Herz für Tiere, ein Hund zum Verlieben. Schlaues und spannendes Doku-Drama für kleine Hundefans. Darin geht es ja eigentlich darum, ich kann es mal kurz vorlesen hier. Und zwar, das Hundeleben ist dem Menschenleben sehr ähnlich. Da gibt es die einen, die in Saus und Braus leben, und da gibt es die anderen, die ganz arme Hunde sind. Gordo, der Dicke, lebt als verwöhnter Hund in einer Villa in Buenos Aires. Mit einem ständig gefüllten Futternapf, einem Dach über der Schnauze und unendlich viel Langeweile. Da sich sein Frauchen nicht um ihn kümmert, büxt Gordo aus und muss urplötzlich auf den eigenen vier Pfoten stehen. Durch Zufall kommt er in eine Kleinstadt am anderen Ende der Welt, in der 16.000 Hunde ihr Dasein fristen. Hier sind Reviere verteilt und für Gordo ist es nicht leicht, den täglichen Knochen zu ergattern. Ob im Villen- oder Armenviertel, überall muss sich Gordo beweisen und letztendlich sogar in der Wildnis zeigen, wie viel Wolf noch in ihm steckt. Gordos Reise mit Peter Lustig, da unten ist er, da ist der liebe Peter, als Erzähler, auf DVD. Jo, wollen wir mal aufmachen? Natürlich wollen wir. Komm her, will nicht. Na, schönen Gruß übrigens an Uwe Müller, falls du das siehst. Viele liebe Grüße. Wir hatten ja zur Zeit, wo das in den Kino gekommen ist, regen Kontakt per E-Mail. Und ja, jetzt habe ich mir über seine Webseite die DVD bestellt. Hier nochmal ein bisschen näher rangehen. Ja, also das hätte man auch ein bisschen schöner machen können, finde ich, weil Gordo, also der Druck von Gordo, aber okay.
Aber okay, hier gab es noch eine Werbepostkarte dazu. Hat er mir damals geschickt, der liebe Obermüller. Ne? Habt noch ein paar davon. Sehr schön. Die konnte man dann bei uns bekommen. Beim Löwenzahn Fanclubfest haben wir die verteilt. Jo. Wie gesagt, ein netter Film für zwischendurch. Kann man sich gut angucken. Und Peter als Erzähler ist natürlich hinweisend. Ja, das war das. Was haben wir denn noch in unserer Sammlung? Ah ja, für die älteren Fans unter euch und die Helmut Krauss-Fans, also Paschulke-Fans, gibt es etwas Direktion City und Volumen 2. Und bei Volumen 2, also Direktion City, geht ja darum, eine Polizeidirektion, das ist in den 70er Jahren hier in Berlin, und dann sollte man mal den wirklichen Alltag einer Polizeidirektion sehen. Ne? Verschiedene Fälle gab es da, es gab auch verschiedene Löwenzahn-Gaststars, die hier auch hier mitgespielt haben. Und auch hier, das ist von wie hieß er denn? Eine deutsche Version von Task Force Police steht hier noch. Aber was suche ich denn? Ich suche etwas von. Wo haben sie denn? Ja, genau. Hier haben wir Drehbuch von auch unter anderem Joachim Notke. Joachim Notke, für die Hörspielfans unter euch, gerade die bei Kiddings hängen geblieben sind, Joachim Notke sollte es klingeln. Nämlich, genau, Werther Karl. Werther Karl bei Benjamin Blümchen, Joachim Notke. Wenn ich mich nicht irre. Oder was der Erzähler? Eins von beiden. Also jedenfalls Benjamin Blümchen, Joachim Notke ist, ich glaube, der Erzähler war es. Gut, also jedenfalls der hat sich mit die Sache hier ausgedacht. Sehr schön. Für alle jüngeren Fans schwierig anzugucken, weil ist ein ganz anderes Thema, ein ganz anderes Tempo von den Sehgewohnheiten her. Aber durchaus interessant. Vor allen Dingen die ganzen Schauspieler, die damit gespielt haben, neben Helmut Krauss. Einfach interessant, die mal wiederzusehen. Gerd Duvner zum Beispiel, Jürgen Dreger, Klaus von Dahlem, Karim Mumm, Joachim Tennstedt. Ne? Ja, ganz viele. Und darum Volumen 2. Sehr interessant. Helmut Krauss hat ja dort den Django gespielt, den Polizisten, und ein bisschen draufgängischer Typ. Und wenn man jetzt hier bei Volumen 2 mal ein bisschen, mal gucken, ob ihr das sehen könnt. In der Mitte, seht ihr ihn? Da haben wir Peter Lustig, genau. Auch Peter hat, obwohl es wurde gerne verschwiegen und auch Peter hat nicht gern drüber gesprochen, hat vor seiner oder während seiner Kinderfernsehenzeit versucht, als Schauspieler zu arbeiten. Aber, so wie er selbst sagt, das war alles nichts. Ich habe oftmals mit ihm gesprochen und wollte eigentlich wissen, so, wo hat er überhaupt mitgespielt, weil so tolle Aufzeichnungen darüber gab es noch nicht. Und gerade für unsere Seite, für die Peter Lustig Welt, wollte ich das auflisten. Aber Peter hat sich damals schwer getan, wirklich darüber zu sprechen, was er alles gemacht hat. Er hat immer gesagt, ah komm, lass, das ist nichts. Ich bin kein Schauspieler, das war nichts, dafür braucht sich keiner interessieren, das war nicht gut. Und da war ich überrascht, wo denn Volumen 2 rauskam und die Macher mich angeschrieben haben, hier P-Dax-Film, von wegen, ob ich das dann wüsste, dass Peter Lustig da mitgemacht hat. Und nein, ich wusste es nicht. Und es hat mich sehr gefreut, denn auch schon bei Volumen 1 bin ich in einer Folge, steht hier eigentlich, welche Folgen es sind? Moment. Nein, steht nicht. 11 Folgen. Nein, steht nicht. Okay, in einer Folge
geht es auch um eine Schwangere, die in einer Kneipe arbeitet und da muss ich zweimal hingucken. Und ich habe jetzt auch vor kurzem eine Bestätigung gekriegt. Das war eine ganz, ganz junge Ute Fitz, unsere liebe Trude, die da mitgespielt hat. In einer Folge von Direktion City, ich glaube Volume 1 war das, da hat sie mitgespielt. Sie wird auch nicht im Abspann erwähnt oder es steht irgendwo was, aber das Gesicht, das kennst du, und die Stimme. Und sie spielt da eine junge Schwangere, die einige Probleme hat und ja, wie gesagt, eine der ihrer ersten Rollen. Und sie war überrascht, als ich ihr davon erzählt habe und sie gefragt habe und sie dachte sich, Mensch, das ist schon so lange her, ich habe da gar nicht mehr dran gedacht. Ja, sie hat da mitgespielt und ja, hat mich sehr gefreut. Auch im Volumen 2 sieht man hier auch, sieht man hier nicht, aber auf den Pressefotos, die ich gekriegt habe, hier ist auch Inge Wolfberg, die spielt in einer Folge mit und Andreas Mannkopf spielt ja sowieso mit in der Sendung. Und es gibt viele, viele, ja, wie nennt sich das, aus alten Berliner Serien, die in dieser Serie auch mitspielen. Deshalb finde ich das ganz interessant. Es ist manchmal etwas, ja, sagen wir mal, behäbig, wenn man nach heutigen Standards geht, aber es ist durchaus interessant. Direktion City, ich glaube, ist, glaube ich, schon Volumen 3 rausgekommen. Ich bin mir nicht sicher, ist bei uns auf der Webseite auch. Schaut doch einfach mal rein, wer alte Klassiker aus Berliner Zeiten gerne nochmal sehen will, schaut ruhig rein. Helmut Kraus, Serie Direktion City. Jo, das war's aus meiner, DVD-Sammlung. Ich habe natürlich noch eigene, meine Löwenzahn-DVDs von meinen Folgen, die ich mir selbst gemacht habe. Irgendwann habe ich aber aufgehört, ich wollte mir ja alle Folgen mal auf DVD machen. Staffelweise habe ich angefangen. Erst mit dem DVD-Rekorder habe ich mir die Folgen aufgenommen. Fand das ganz toll. Für mehrere hundert Euro damals einen DVD-Rekorder gekauft. Habe dann die Folgen aus dem Fernsehen aufgenommen, die damals noch liefen. Das Problem war bloß, erstens, man konnte die zwar finalisieren, also man konnte Sachen aufnehmen, dann konntest du die pausieren. Und dann konntest du später weiter aufnehmen. Und so habe ich dann ganze Folgenreihen aufgenommen und dann finalisiert. Das Problem war bloß, die konntest du nur auf diesen DVD-Rekorder abspielen. Auch wenn sie finalisiert war, kein anderer, also der DVD, normaler DVD-Player hat es zwar abgespielt, aber am PC bearbeiten konnte ich die Sachen nicht. Und das war etwas ungünstig, denn die DVD-Rohlinge waren irgendwann nicht mehr zu gebrauchen und dann der DVD-Recorder konnte die Dinger nicht mehr lesen und somit war eine ganze Sammlung eigentlich für einen Hintern. Ja, wie habt ihr denn eure Sachen aufgenommen? Noch auf Videokassette, so wie ich angefangen habe mit Videokassetten und dann DVD-Recordern. Jetzt, dann habe ich es mir auf meine Festplatte gesichert von, also ich habe alle möglichen Programme ausprobiert und dann hatte ich einige oder viele Folgen auf der Festplatte, dann ist mir irgendwann die Festplatte kaputt gegangen. Ja, das war die Backup-Festplatte, war auch sehr schön. Also, tja, das war so mein Dings, also so hatte ich natürlich, ich habe noch einige DVDs rumfliegen, aber ich habe es jetzt alles digital auf der Festplatte gespeichert. Mit DVDs arbeite ich selten noch. Wie habt ihr denn? Habt ihr eine Sammlung von Löwenzahnfolgen? Die auf DVD? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Oder guckt ihr nur noch digital oder in der Mediathek? Sammelt ihr gar keine Folgen? Wie macht ihr denn das? Würde mich mal interessieren. Ja, denkt auch dran. Hier haben wir ja noch was. Denkt dran an unser Gewinnspiel. Ihr könnt zwei diese beiden Tassen gewinnen. Original Löwenzahn Mini-Tassen mit Peter drauf, Peter Lustig, genau, die könnt ihr gewinnen und was ihr dafür tun müsst, ganz einfach, zeichnet mir einen Paschulke oder klebt mir oder ihr könnt auch am 3D-Programm einen entwerfen und ihn ausdrucken, das wäre ja stark, also ein 3D-Paschulke, also wer da draußen, wer einen 3D-Drucker hat und mir einen Paschulke drucken würde, wer das hinkriegt, also, da würde ich mir was Besonderes über einfallen lassen, okay?
Wer das, also hört mir zu, also wer einen 3D-Drucker hat und sowas hinkriegt, ich würde mich freuen. Also ein ausgedruckter Paschulke, super. Oder ein Bauwagen oder so. Leider gibt es ja keine Spielsachen von Löwenzahn. Also liebe Spielwarenhersteller, wir wollen Spielzeug von Löwenzahn. Ich habe ja schon Playmobil angeschrieben, aber die nehmen ja keine Wünsche an von Fans. Die haben ja eigene Füchse. Genau. Gut. Was ihr übrigens da hinten seht, ich nehme ihn mal runter. Haha. Das ist genial. Wie findet ihr ihn? Mein eigenen Paschulke. Nein. Bist du Paschulke? Nein. Mein eigenen Klaus-Dieter. Funktioniert noch nicht ganz, aber so ein bisschen. Warte mal. Ah, Batterie alle. Ja. Batterie alle. Okay. Aber ansonsten, er kann sprechen. Und er wird noch leuchten können und seine Hand bewegen und so eine Sache. Ist schon alles verbaut, aber ist noch nicht ganz fertig. Vielen Dank nochmal an meinen Kumpel Dirk. Er hat mir den gebaut und zu meinem Geburtstag geschenkt. Und ich sage nochmal danke, 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 danke. Sehr schön. Ja, beim nächsten Löwenzahn-Fanclub-Fest könnt ihr ihn auch bestaunen. Und wenn ihr Interesse habt an einem Fantreffen dieses Jahr, schreibt mir, schreibt es mir in die Kommentare, schreibt mir per E-Mail, dann werden wir wieder eins veranstalten. Was ich vorhabe, ist vielleicht auch ein Peter Lustig-Tag, falls Interesse besteht. Also, wenn ihr da draußen Interesse habt, ich würde das gerne hier in Berlin machen, am ersten Löwenzahn-Drehort, wo der Hauptdrehort war. Dort gibt es einen Imbiss in der Nähe. Und da könnte man sich ja treffen und dann gehen wir rüber zum Drehort. Ich kann euch das nochmal zeigen, kann euch da ein bisschen was dazu erzählen. Wir können ein bisschen über Löwenzahn quatschen, über Peter Lustig. So ein Gedenktag für Peter Lustig, das würde ich gerne machen. Also falls ihr da draußen Interesse dran habt, jetzt natürlich im Sommer, wenn ich Urlaub habe, wenn ihr Zeit habt, dann schreibt mir. Also wenn ihr Interesse habt, ich mache es gerne, dann lassen wir uns gerne was einfallen, wenn ihr Ideen dafür habt. Schreibt es mir in die Kommentare da unten und klickt auf Abonnieren. Und dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns bald wiedersehen. Das war Löwenzahn Fanclub TV zum Thema Löwenzahn DVDs.